Mache zweimal am Tag einen bisschen Kontrollflug über die Karte als Admin, was dann leichter geht, wenn man zu schauen, ob jemand draufgebaut hat, jemand Neues auf dem Server ist. Denen gebe ich dann auch ein bisschen Support. Die brauchen nicht alle mit dem Stein anfangen, hier rumzukloppen. Bis jetzt ist es relativ ruhig auf dem Server. Also es ist optimale Zeit einzusteigen. Wir haben auch die Military Tunnels jetzt drauf. Update ist jetzt Gott sei Dank gelaufen. Ich musste den Server zweimal resetten, damit wir alles draufgekriegt haben, was ich drauf haben wollte. Ja, und dann geht es mal weiter. Die Monumente sind natürlich nach dem Server-Reset ein bisschen woanders. Aber es ist alles elementare Wichtige drauf. Zum Server, wir haben 60 Minuten Tag, 6 Minuten Nacht. Bradley kommt schneller, also nach 30 Minuten, wenn er kaputt gegangen ist, dann respawnt er. Der Server ist generell mal 2, die Stackgröße ist mal 4. Ungewöhnlich, aber mal 4. Dafür bleibt Schwefel mal 1, Steine mal 2, die Metalle mal 3 und Holz mal 4. Ich denke, das ist so ausgewogen. Den Schwefel auf mal 2 zu stellen, hat sich als ungünstig herausgestellt, weil dann zu oft Raids gemacht werden. Das macht einfach dann auch keinen Spaß. Aber ansonsten, ja, es ist ein netter kleiner Server. Ich hoffe, die Community ist auch nett. Wird es schon sein. Wir haben einen eigenen Discord-Server. Da muss man sich auch registrieren und sein Gamertag angeben in der entsprechenden Rubrik und sich natürlich an die Regeln halten. Und eine der wichtigsten Regeln ist es, man muss ein Mikrofon haben. Und der zweitwichtigste ist, man muss wenigstens Englisch, besser noch Deutsch können. Ich verstehe nicht mehr Sprachen als Englisch und Deutsch, wenigstens einigermaßen, damit ihr versteht, was ich von euch will. Und Mikrofon deshalb, weil ich keine Lust habe, jedes Mal per Textchat hier eine Stunde lang rumzumachen. Ich will ja auch spielen. Wenn ich selbst spiele, spiele ich natürlich nicht im Admin-Modus. Das heißt, God-Mode ist aus und ich fliege auch nicht rum und ich bin auch nicht unsichtbar. Das wäre ein Vorteil gegenüber den anderen. Das will ich nicht machen. Ich habe mich da jetzt schon mal ein bisschen aufgebaut auf der Karte. Ja, die Kisten, also die großen Kisten, die Gates, die haben nur eine Hackzeit von 10 Minuten. Ich habe die von 15 auf 10 Minuten reduziert. Und ihr könnt Änderungen eurer Bauweise nicht eine 10 Minuten, sondern eine Viertelstunde lang machen. Ist aber auch kein Problem, wenn ihr euch mal verbaut habt und die Zeit verpasst habt, dann könnt ihr einen Admin ansprechen. In dem Fall jetzt mich. Und ja, wir bauen das dann für euch weg. Also ich kann mit Admin-Befehlen jede Wand und jede Steinmauer einreißen. Und ihr müsst halt nur platzieren. Das ist jederzeit machbar. Wie gesagt, zurzeit sind vielleicht drei, vier Spieler on, die was aufgebaut haben. Offline-Raids sind generell verboten. Und was ich noch ergänzen werde, ist, dass Starter-Basen, also 2x1-Basen, auch tabu sind. Der darf man nicht niedermachen. Egal wie hoch die sind, die können sie meinetwegen 5 Stockwerke hochbauen, aber alles, was nicht 2x1 ist, ist im Prinzip sicher. Und Stackgröße mal 4 haben wir deshalb gemacht, damit man nicht ewig viel farmen muss und jeden zweiten Tag umkommen muss oder täglich jetzt zwangsweise umkommen muss. Ich denke mal 4 ist so für eine mittlere Base ein ganz guter Start, eine ganz gute Einstellung für den TC. Dann hält das so ungefähr, naja, 3 bis 5 Tage. Und meinen jeden dritten bis fünften Tag kann man dann schon mal umgehen. Es geht ja auch schnell, nachdem die Ressourcen sammeln auch hochgesetzt worden ist. Das Herstellen von Metall geht auch schneller. Ich habe die auf die Hälfte der Zeit reduziert, so dass es nicht so lange dauert, bis der Metall und Schwefel durchgeschmolzen sind. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es ist, wie gesagt, netter kleiner Server im Moment. Nicht so viel los. Optimale Zeit, um da zu starten. Aber bitte haltet euch an die Regeln. Ich musste jetzt bis jetzt schon 3 Leute bannen. Das ist nicht viel. Dafür war auch nicht viel los. Einer davon, ja, der hat
Der ist immer von mir weggelaufen, obwohl ich hinter ihm hergeschwebt bin, offensichtlich gesagt in Deutsch und in Englisch, dass ich ein Admin bin, ob er Hilfe braucht. Im Gegenteil, hat mich dann auch beschossen. Er hat nicht mit mir geredet, wahrscheinlich hat er auch kein Mikro gehabt. Und irgendwann ist das Ganze zu doof geworden und ich habe ihn dann vom Server gekickt. Und zwei andere, ja, die haben Offline-Raids gemacht, längere Zeit. Und der eine hat sogar eine Base 4 oder 5 Mal offline geraidet, hat sich auch nicht eingetragen auf Discord. Und ich muss auf Nails sehen, und da habe ich auch keinen Bock drauf, da mit den Leuten zu diskutieren. Die fliegen dann ohne Vorwarnung. Wer des Lesens mächtig ist in Englisch oder Deutsch, der weiß, worauf er sich beim Spielen auf dem Server einlässt. Jeder hat 7 Tage Zeit, sich auf Discord zu registrieren. Ich notiere mal, wenn ich einen neuen finde, den Namen und das Datum. Und wenn ich ihn wiederfinde und nach 7 Tagen und er hat sich noch nicht registriert, dann kicke ich ihn mit einer Verwarnung. Und wenn er sich dann immer noch nicht registriert, ja, dann banne ich ihn. Ganz einfach. Ich habe da keine Lust drauf. Soll vor allem dem Spiel Spaß dienen, der Servern. Und ich habe jetzt die Militär-Tunnels auch drauf, aber das ist als Solo-Player fast nicht mehr möglich. Also ich habe es probiert, ich bin schon am Anfang zu oft gestorben, selbst mit Heilung und allem drum und dran. Ich habe jetzt auch die Teamgröße auf Single, Duo, Trio und Quad, also 4 Spieler maximal pro Team erhöht. Die Türschlösser, die Zahlschlösser sind unbegrenzt benutzbar, das heißt, da können sich auch mehr als 5 Leute registrieren. Auch bei den Turrets können sich mehr Leute registrieren, eigentlich so viel wie wollen. Und damit habe ich so ein bisschen den Vorschub gegeben, dass nicht so viele in einem Team sind und so große Raid-Teams entstehen. Das ist nämlich auch untersagt, hier Zergs zu bilden mit 20, 30 Leuten, die dann über die Karte ziehen und jeden niedermachen. Also am TC kann man sich nur maximal zu viert registrieren. Und ich denke, das ist auch eine gute Sache, weil nicht jeder sammelt dann, aber die, die sammeln, die sollen das dann halt auch schnell machen. Das ist jetzt meine kleine Base hier. Und die hält jetzt auch so 3 bis 5 Tage. Das ist okay, damit komme ich ganz gut klar. Ich muss dann auch nicht jeden Tag jetzt halt wirklich als Player umgehen, sondern ich komme nur immer vormittags und vielleicht abends nochmal an und schaue mal über die Karte als Admin und schaue mal, ob wir heute Hilfe brauchen. Und dann ab und zu zocke ich halt mit. Wenn wir ein bisschen Rollenspiel machen, wenn wir die Leute mal besuchen, ansprechen und so weiter. Ja, da sieht man das Admin-Interface. So spiele ich dann meistens alles auf aus und dann muss man halt, ja, ganz einfach wie die anderen Spieler laufen. Wir können auch jederzeit neue Anpassungen machen.